Herzlich willkommen heißen, alle Teilnehmer, alle Teilnehmerinnen. Wir freuen uns, dass Sie sich dazugeschaltet haben und dass es doch so viele geworden sind. Mein Name ist Katarzyna Brunsch. Ich bin Projektreferentin bei der ZBB und habe das Vergnügen, Sie heute durch diese Veranstaltung zu leiten, zusammen natürlich mit dem Dennis Dake von Verdi, der an meiner Seite eigentlich sitzt. Er wird sich aber nochmal im Anschluss persönlich vorstellen. Die Aufzeichnung haben wir erwähnt. Noch kurz zu meiner Person. Meine Aufgaben bei der ZBB sind zum einen in der Projektarbeit, in europäischen Projekten. In dem befinden wir uns gerade. Das Webinar New Challenges ist ein europäisches Projekt. Dann mache ich noch die Zertifizierung von Ausbildungsbetrieben im Einzelhandel. Das heißt, wir überprüfen die Ausbildungsqualität in den einzelnen Betrieben und vergeben ein Qualitätssiegel, wenn alle erforderlichen Kriterien erfüllt sind. Dann ein weiteres Portfolio von mir ist die Entwicklung von digitalen Lehr- und Lerneinheiten, Lernformaten. Das so zu meiner Person. Ich schalte mal weiter. Mal gucken. Jetzt kurz zum Unternehmen. Die Zentralstelle für Berufsbildung im Handel wurde gegründet von dem Handelsverband Deutschland schon 1966. Das heißt, uns gibt es ein paar Jahre. Was ist das Ziel der Zentralstelle? Ist auf jeden Fall die berufliche Bildungsarbeit des Handels zu koordinieren und zu fördern. Unsere Themenschwerpunkte sind einmal die Entwicklung von Zusatzqualifikationen für den Handel, Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsprüfungen. Da ist zum einen der Handelsassistent hervorzuheben, der Büroeinrichter ZBB und auch ein Zertifikat in Warenwirtschaft. Dann entwickeln wir auch digitale Lehr- und Lernformate. Und ein weiterer Schwerpunkt ist Projektarbeit, national, aber auch auf europäischer Ebene. Ja, alles gut. Unsere Partner sind Unternehmen, Hochschulen, Universitäten, Bildungseinrichtungen, Berufsschulen, aber auch, wie an meiner Seite, Sozialpartner, Gewerkschaften. Und jetzt würde ich gerne an den Herrn Dake übergeben. Das ist ein weiteres Geschäft, dann vielleicht nochmal die Zertifizierung von Ausbildungsbetrieben. Wir haben eine Zertifizierung entwickelt und vergeben so eine Art Gütesiegel. Genau, Dennis Dacke, mein Name, Gewerkschaftssekretär bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, war im Bereich öffentliche und private Dienstleistungen, Sozialversicherung und Verkehr, genauer gesagt im Bereich des Luftverkehrs zuständig. Da wundert man sich vielleicht, warum die Verbindung mit dem Handel da ist. Auch ein Flughafen ist heutzutage ein großer Handelsschauplatz, ein Einkaufszentrum mit angeschlossenem Flugsteig, wie man es auch öfters mal so sieht und vielleicht auch aus der Rolle der Passagiere heraus kennt. Die Aufgaben einer Gewerkschaft sind, denke ich, bekannt. Wir kümmern uns um gute und faire Arbeitsbedingungen, auch um gute Ausbildungsbedingungen, die dort dahinter liegen und sind Partner des Projektes oder auch der EU-Projekte im Zuge der Corona-Pandemie, hier auch mit einem Schwerpunkt von Beratung und auch einem Schwerpunkt von der Frage von Weiterbildung und Transformation und auch Beschäftigtentransformation hin zu Digitalisierungsfragen. Sozusagen mein zweiter Baustein ist das digitale Organisationshandeln innerhalb der Gewerkschaft Verdi, also dem Modernisierungsprozess sowohl gewerkschaftsintern als auch mit dem Ehrenamt sozusagen zusammenzuführen und zusammenzuarbeiten. Und darum sitze ich auch hier sozusagen mit Katarzyna zusammen in der Partnerschaft, um dieses EU-Projekt von unserer Seite, also von der deutschen Seite, nach vorne zu bringen. Und wir haben aber noch weitere Projektpartner, aber das macht Katarzyna jetzt weiter. Genau, ich übernehme. Und zwar würde ich Ihnen zum einen die Partner von New Challenge vorstellen.
Einmal ist es OBES aus Griechenland. Wir sind vier Partner aus vier Ländern beteiligt, jeweils immer mit einem Sozialpartner an unserer Seite. OBES aus Griechenland ist der Projektkoordinator mit dem PELS-Verband als Sozialpartner an der Seite. Dann Fai Cecil aus Italien mit dem Verband der leitenden Manager und Angestellten der Landwirtschaft als Sozialpartner. Dann Fetico aus Spanien mit dem Madrider Arbeitgeber- und Industrieverband als Sozialpartner. Und wir als ZBB natürlich mit der Gewerkschaft Verdi als unsere Sozialpartner. Der Fördererzeitraum vom Projekt beträgt 21 Monate. Wir haben im März letzten Jahres angefangen und das Projekt endet am 30.11.2022. Das heißt, wir befinden uns jetzt im Abschluss des Projektes. Was sind die Projektziele? Die Projektziele im Projekt New Challenges Plus sind einmal die Arbeitnehmervertreter, Sozialpartner, aber auch Arbeitgebervertreter, Sachverständige an einen Tisch zu bringen und in Austausch zu kommen, eine Diskussion zu schaffen im Zuge der Corona-Pandemie. Haben sich Arbeitsprozesse zum Beispiel komplett geändert. Wir sind alle etwas digitaler geworden, etwas in Anführungsstrichen. Das heißt, wir mussten von Beginn an gleich irgendwie digitaler werden. Und diese Herausforderungen, bedingt durch die Pandemie, die entstanden sind, die wollte das Projekt bewältigen, diskutieren und so wurden im Projekt viele Aspekte beleuchtet, um Lösungen zu erarbeiten für Unternehmen und auch Mitarbeiter aufgrund der Veränderung der Arbeitsprozesse. Und gerade im Bereich der Information und Beratung online sind auch Änderungen gekommen, auch Herausforderungen, die sich diese Partei als Aufgabe gestellt hat. Ein weiteres Ziel ist, einmal auch die Befähigung der Mitarbeiter, Aufbau von Kompetenzen für Mitarbeiter zu erarbeiten und Wege zu zeigen, aufzuzeigen, dass Mitarbeiter handlungsfähiger bleiben oder die Handlungsfähigkeit teilweise erhöhen und wie sie diese Herausforderung im Allgemeinen besser meistern. Ja, die Projektergebnisse, im Zuge dessen sind schon einige Projektergebnisse entstanden, die würde ich Ihnen gerne kurz auch vorstellen. In Athen wurde der Dialog eröffnet, es wurde diskutiert über die Auswirkungen von Covid-19 auf Unternehmen, aber auch Mitarbeiter. Schwerpunkte wurden herausgearbeitet, wie Unternehmensorganisation, wie die Arbeitsprozesse, Information und Beratung. Und im Zuge dessen gibt es auch immer zu jedem Punkt ein Webinar, was auch dann über die Ergebnisse informiert und auch das Projekt natürlich immer bekannter macht, sensibilisiert auf das Thema. Dann als nächstes gab es ein Projekttreffen in Rom zum Workshop. Da waren die Themenschwerpunkte, die Auswirkungen an für Information und Beratungsprozesse, Anpassungen organisatorisch und technologisch, welche Erfordernisse, welche Herausforderungen haben Unternehmen zu bewältigen. Und auch da ist ein Webinar entstanden in Griechenland und da werden diese Schwerpunkte diskutiert. Nicht in Griechenland, in Italien, Entschuldigung. Als nächstes gab es einen bilateralen Austausch, einen Workshop in Madrid. Da war Schwerpunkt die Auswirkungen auf die Wirtschaft, Unternehmen und Arbeitnehmer, aber auch die Ausarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Bewältigung dieser Auswirkungen. Und auch da als Abschluss das Webinar in Spanien. Als nächstes auch bei uns fand ein bilateraler Austausch statt, Deutsch-Griechisch. Im Zuge eines Workshops, da haben wir uns über die Auswirkungen auf die Information- und Beratungsprozesse unterhalten. Es wurden Schlussfolgerungen erarbeitet und Leitlinien gesetzt und auch Lösungen erarbeitet zur Entwicklung digitaler Kompetenzen für Arbeitnehmervertreter, aber auch
Mitarbeiter. Und heute treffen wir uns zu unserem Webinar, um Sie auf das Thema zu sensibilisieren und Ihnen auch nochmal unterstützen, zur Seite zu stehen, wie Sie mit dieser Krise, mit diesen neuen Herausforderungen umgehen. Ein weiteres Ergebnis ist eine Website in Griechisch und Englisch, eine Projektwebsite. Die Projektergebnisse finden Sie in englischer Sprache, aber auch in allen Landessprachen, Griechisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch. Es wurde ein Leitfaden für Arbeitnehmer und Unternehmen erstellt. Dieser Leitfaden konzentriert sich auf organisatorische und digitale Anpassungen von Informationen und Beratungsprozessen und gibt praktische Tipps, Anleitungen für Mitarbeiter, wie man zum Beispiel Meetings organisiert online, wie man Wahlen durchführt, denn wir waren alle, auch gerade die Gewerkschaften waren abgeschnitten von ihren Mitgliedern und konnten gar nicht mehr kommunizieren, wo es auch so wichtig war. Das war auch eine Motivation im Projekt, dieses Projekt auf die Beine zu stellen, also wie man Wahlen durchführt. Der Leitfaden klärt aber auch auf zu technischen Fragen, Thema Vertraulichkeit. Und der Leitfaden behandelt auch Problematiken, die im Zuge der Telearbeit, bei uns mehr als Homeoffice bekannt, entstanden sind. Das heißt, auch hier werden praktische Tipps für Mitarbeiter gegeben oder die den Schutz der psychischen Gesundheit auch von Arbeitnehmern angehen. Also das war auch ein zentraler Fokus. Und jetzt würde ich gerne an den Herrn Tage übergeben. Er würde Sie erstmal über die Herausforderungen, die natürlich auf Arbeitnehmer und Unternehmen im Zuge der Corona-Pandemie entstanden sind, informieren. Genau, wir haben im Rahmen dieser digitalen Workshops und auch der analogen Workshops, es war ganz gut, dass man sich dann wieder auch analog treffen konnte, weil na klar, auch da, glaube ich, die Erfahrung war, die wir alle gesammelt haben, dass wenn man sich analog trifft, dass die Arbeitsprozesse einfacher sind, dass es auch viel hilft, diese Zwischengespräche zu haben, aber auch klar wurde, das ist keine Garantie, die wir immer haben und dass wir in gewissen Worst-Case-Szenarien oder vielleicht auch weiteren Krisensituationen wieder verstärkt auf Online-Mittel zurückgreifen müssen. Darum war auch für alle Projektpartner, die wir dort hatten, war klar, wir müssen quasi die strukturelle Transformation an dieser Stelle wagen und auch Organisationsprozesse ändern. Dazu gehört zum einen die Frage, wie können wir in Zukunft mit neuen Formen gemeinsam arbeiten, digitale Tools entwickeln, ne, die gemeinsame Kollaboration, wie es immer so schön heißt, zwischen den einzelnen Sozialpartnern beispielsweise zu entwickeln. Ne, wir können Beispiele rausnehmen im Bereich der Gewerkschaften. Ist es die Interaktion mit dem Mitglied, ne, dem Einzelmitglied, was vielleicht eine Beratungsanfrage hat oder was den Bedarf hat, in irgendeiner Art und Weise unterstützt zu werden. Das geht weiter über die kollektiven Tools. Also wie schaffen wir es beispielsweise, mit Betriebsrätinnen und Betriebsräten in den Austausch zu kommen oder auch die Betriebsräte und Betriebsrätinnen unter sich. Ne? Wir haben Statistiken erlebt, gerade im Handel, dass sich über 80% der Betriebsräte, die keine klassischen technischen Voraussetzungen hatten, weil sie irgendwie im Büro sitzen und sowieso die Webcam schon vor der Nase hatten, sich nicht mehr getroffen haben. Das heißt, es hat Mitbestimmungs- und Beteiligungsprozesse massiv gestört, ne, dass wir an dieser Stelle eben keine digitalen Tools zur Verfügung hat, bis hin zu den Fragen der Sozialpartnerschaft hin, ne, Stichwort auch Tarifverhandlungen, wie finden eigentlich digitale Tarifverhandlungen statt, wie finden auch digitale Unterschriftenprozesse rein und auch im übertragenen Sinne die Frage für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Fragen der Nachwuchsentwicklung und auch der Fragen der beruflichen Bildung, die da dahinter steht. Wie kriegt man es eigentlich hin, dass man beispielsweise ein Präsenzseminar, was vorher in Form einer Weiterbildung für einen Beschäftigten vielleicht 4-5 Tage lang war und man ganz viele gruppendynamische Prozesse auch innerhalb des Seminars oder der Weiterbildung hatte. Wie kriegt man das hin, dass man das digitalisiert,
Ist es lohnenswert, das Ganze nur teil zu digitalisieren? Gibt es Möglichkeiten, eben auch kollaborativ an solchen Prozessen zu arbeiten, sozusagen einzelne Stationen bereit zu geben? Wir haben da Beispiele beispielsweise gehört von Nextcloud, ne, was eines dieser digitalen Tools war, was auch teilweise schon in den, also auch in einzelnen Handelsunternehmen, einzelnen aus meinem Bereich, sich etabliert hat, auch wir als Gewerkschaft jetzt sozusagen damit aufgesattelt sind, um halt Fragen zu stellen, wie schaffen wir den vorher analogen Raum, den wir hatten, den wir auch brauchen und den wir auch in Zukunft unbedingt nutzen müssen. Das ist eine Rückmeldung, die wir auch aus den Bereichen bekommen haben. Aber wie kann man das sozusagen, das Klassenzimmer in Anführungsstrichen der Arbeitswelt digitalisieren und welche Tools braucht es dazu und was braucht es da? Braucht es nur ein Videokonferenztool oder braucht es vielleicht auch die Frage, wie kann ich eigentlich gemeinsam eine Arbeitsgruppe erstellen, wie kann ich gemeinsam eine, ne, eine was weiß ich, eine Metaplankarte schreiben, eine Präsentation entwickeln und wie bekommen wir das hin, wenn wir an verschiedenen Orten sind, bei der gleichzeitigen Annahme, dass ja auch keine Effizienz aus einem Seminar oder aus einer Weiterbildung oder auch aus einer Beratung verloren gehen soll. Ne? Weil das, ne, um das vielleicht an der Stelle auch nochmal rund zu machen, wir hatten in den, gerade in Rom, in dem einen Workshop war das sehr präsent, dass es auch in den Beratungsprozessen unheimlich schwierig war, mit den Menschen in den Kontakt zu kommen. Ich mache das mal bei uns an einem Beispiel. Wir bieten als Verdi einen sogenannten Lohnsteuerservice an. Das heißt, wir machen Lohnsteuerberatungen. Das sind über 400.000 im Jahr, die da laufen. Also 400.000 Menschen, die sich von uns sozusagen ihre Einkommensteuererklärung machen lassen. Das lief immer analog. Und jetzt musste das auf ad hoc digital, ne? Und eine, da allein so eine digitale Beratung mit Menschen, die das auch ehrenamtlich machen und die meisten davon Rentnerinnen und Rentner sind, die das sozusagen nebenbei machen, in eine so eine digitale Welt einzuführen, war schwierig, hat aber uns auch gleichzeitig einen unheimlichen Digitalisierungsschub bekommen, um sozusagen diese Beratungen auch durchführen zu können und die Mitglieder in unserem Fall auch zufriedenstellen zu können und unseren Service weiter anzubieten. Ne? Da hat uns Corona so ein bisschen reingeworfen, aber auch da ist noch nicht alles Gold, was glänzt, das muss man ganz ehrlich sagen. Gerade auch, ne, wenn man in die Usability reinschaut, also in die Nutzerfreundlichkeit, wie funktionieren Tools? Wir haben jetzt hier mit Zoom beispielsweise ein Videokonferenztool, was das barriereärmste ist, was es auf dem Markt gibt, was für die meisten funktioniert, was auch am wenigsten Traffic und so, also auch mit schlechter Internetverbindung, das passiert ja in diesem Lande leider auch öfter mal, dahinter steht, hatte aber am Anfang beispielsweise im Gegensatz eine riesige Datenschutzproblematik dahinter. Das hat sich mittlerweile gelöst, ne? Dass wir da datenschutzkonform, auch DSGVO-konform arbeiten können. Aber das sind halt auch so Fragen. Was passiert da eigentlich? Inwieweit haben Beschäftigte die Möglichkeit, ihre eigenen Daten zu sichern? Inwieweit haben aber auch Unternehmen die Möglichkeit, ihre Internas sozusagen so zu sichern, dass die nicht überall landen? Bis hin zu einem Referenten, einer Referentin, die sich denkt, naja, früher habe ich das auf die Wand gemalt, habe irgendwie eine Flipchart und dann habe ich sie weggemacht, dann war das mein persönliches geistiges Eigentum. Jetzt ist es im Internet und jeder kann sich irgendwie einen Screenshot machen. Und alles ist gut, ne? Also das sind sozusagen viele Fragen, die dort auch gestellt wurden und die es zu diskutieren gab. Wir haben für uns festgestellt, ne, auch in der Fragestellung, was kann eigentlich die Europäische Union sozusagen auch als Wirtschaftspartner an dieser Stelle leisten, ist sehr, sehr klar herausgekommen, dass wir Unterstützungsangebote für zum einen die Unternehmen und die Betriebe brauchen und auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort, ich mal zurück, Ja. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen, die da eben noch nicht mit so, ja, so Firmen sind, ne, dass man dann quasi einen Expertinnen- und Expertenpool braucht, entsprechende Ansprechpersonen und nicht nur die IT-Abteilung, glaube ich, die letzten Jahre auch gelitten haben. Also ich erkenne das an unserer eigenen. Ich glaube, das ist bei Ihnen nicht anders, dass die Kolleginnen und Kollegen sich da auch schneller reinarbeiten mussten, was auch nicht unbedingt die beste, also ne, Voraussetzung war und auch viele bei vielen Betrieben ist an ne, dem digitalen Gerät, am Laptop, am Handy, an der Kamera ne, und an vielen Stellen mit einem Gerät, was eben schnell genug ist, die entsprechende Voraussetzung, Internetzugang und den entsprechenden Port schon gescheitert ist. Darum
ne, brauchen wir eine Umwandlung in nachhaltige und mitbestimmte Strukturen an der Stelle. Wir glauben, dass das ist auch in dem Projekt rausgekommen, dass die Mitbestimmung der Sozialpartner, wie auch immer sie in den individuellen Ländern, ne, aufgrund rechtlicher Natur unterschiedlich strukturiert sind, dass eine Chance ist. Ne, dorthin zu gehen und zu sagen, okay, je mitbestimmter ist und je mehr man die Menschen mit reinholt und auch Bedürfnisse klärt, desto eher haben wir eine nachhaltige Umwandlung dieser Strukturen und können sozusagen unsere Organisationsprozesse, ne, wie sie in jeder Organisation und jedem Unternehmen natürlich unterschiedlich sind, optimieren und unsere Produktivität und auch die Effizienz behalten. Genau, kannst du jetzt eine, Weiter schon. also wir sehen mal, wir sitzen nebeneinander auf dem Weg, also ein Genau. bisschen, ich könnte auch mal rüberkommen in die Kamera, aber das ist ein bisschen einfacher, dass das hier mit der Videoaufzeichnung vernünftig funktioniert. Auch spannend ist der Weg der Kontaktaufnahme. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, mir ist es auf jeden Fall Uns aufgefallen, auch. ne, Absolut. dass die Frage, wie kommen, ne, unsere Geschäftspartnerinnen, Geschäftspartner oder auch unsere Mitglieder in meinem Fall zu uns, individuell sich total verändert hat. Ne? Es ist eine unheimliche Hektik entstanden. Ne? Rückmeldungen müssen immer schneller da sein. Die E-Mail-Flut ist immer größer geworden. Ich mache mal gerne ein persönliches Beispiel. Das hatte ich vor 2 Wochen, hatte ich mal 3 Tage tatsächlich frei und das Handy aus, mache das Handy wieder und habe 4.200 WhatsApp-Nachrichten von Menschen, die, ne, in irgendwelchen Gruppen und da noch und hier noch, und eigentlich sollte man alles lesen, und man auf der anderen Seite fragt man sich, wie soll das eigentlich laufen? Ist das noch eine Form der individuellen Kontaktaufnahme? Und wie soll ich das bewältigen? Zum einen als Beschäftigter, aber vielleicht auch als Auftraggeber oder auch als Betriebsrätin, als Betriebsrat, ne, wo auch natürlich die Anforderungen immer größer werden, bis hin zur Frage der kollektiven Kontaktaufnahme. Als Gewerkschaft ist auch kein Geheimnis, geht es uns natürlich auch immer darum, eine starke Masse innerhalb der Beschäftigten zu haben und, ne, Menschen zu organisieren, für die Gewerkschaftsarbeit zu begeistern, den Sinn sozusagen näher zu bringen. Das macht man eigentlich, ne, in kleinen Versammlungen, man nutzt Betriebsversammlungen aus, ne, für Arbeitgeber, aber auch die Beschäftigtenversammlungen, vielleicht auch mal der Betriebsausflug, ne, und solche Geschichten, alles das, was flach gefallen ist, und die Frage, wie kann man ne, die Kontaktpflege und die Kontaktaufnahme auch miteinander besser verknüpfen. Wie kriegt man es hin, sozusagen ja, eine Ausweichmöglichkeit zu haben, wenn es denn mal wieder nicht geht mit der klassischen Versammlung? Wer weiß, wann uns das wieder, wann und ob uns das wieder bevorsteht. Ich hoffe ja nicht, aber Oder wie muss man sie auch anpassen? Entschuldigung, dass ich ja, alles gut. dazwischengrätsche. Also, dass die Kontaktaufnahme ist eine andere geworden. Wie kontaktiere ich Menschen online? Wie spreche ich sie an? Also, das ist auch ein zentrales Thema, ne? Die Kurzlebigkeit auch dahinter. Wir haben festgestellt, also es gibt Statistiken dahinter, die wir auch aufgearbeitet haben, die zeigen, dass auch gerade die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird. Also Nachrichten, die länger als 30 Sekunden sind, sind sozusagen schon für die Tonne, und man produziert und macht und tut und guckt, dass man das hinkriegt. Aber es ist so eine Flut an digitalen Medien, die man gar nicht mehr kanalisiert kriegt. Ja, und insofern müssen wir auch schauen, wie wir darauf kommen. Dazu gehört es zum einen auch, das ist, glaube ich, eher eine Herausforderung für Spanien und Italien und Griechenland an dieser Stelle gewesen. In Deutschland auch, aber nicht in der Komplexität, ist die Frage von passender Hardware. Ne? Auch wir haben es noch so, dass man beispielsweise lange auf mobile Endgeräte warten muss, Tablets beispielsweise immer eine Zeit lang gar nicht zu kriegen waren, ne, die natürlich auch entsprechende Softwareleistungen drauf haben müssen und Sachen darlegen müssen. Und dann auch die Frage, wenn das immer neuer und immer schneller wird, wie kann man auch die Beschäftigten schützen, ne, im Sinne des Arbeitszeitgesetzes, ne, wenn man dauerhaft erreichbar ist und in der mobilen Arbeit oder dem Homeoffice sich arbeitet, wie kriegt man es hin, dass man dort auch geschützt wird? Das gilt, glaube ich, für alle Hierarchiestufen in so einem Unternehmen, dass man dort darauf achten muss, die Mitbestimmungstatbestände der Betriebsrätinnen und Personalräte, auch im öffentlichen Dienst, die dort dahinter stehen. Ne, ist die Frage auch der Arbeitsschutzgesetze, die dahinter stehen, wie kriegen wir sozusagen ein, ich finde den Begriff immer doof, aber es heißt leider so, das Sozialgesetzbuch nennt es leidensgerechter Arbeitsplatz, ne? Also wie können wir gerecht am Arbeitsplatz leiden? Vielen Dank.
ne, und unsere Arbeitskraft entgegenbringen, wie kriegen wir das hin, bis hin zu den Fragen des Datenschutzes, gerade auch des Beschäftigtendatenschutzes, der da dahinter steht, und der Frage der Betriebsgeheimnisse, das in Verbindung mit der Mitbestimmung der Betriebsverfassung oder auch der jeweiligen Personalvertretungsgesetze, die dort dahinter stehen, und der Frage, wie ist, da findet dort eigentlich Digitalisierung am Ende statt, weil es bringt nichts, wenn wir, nehmen wir das Betriebsverfassungsgesetz raus, was auf dem Stand von 1952 sozusagen mal entwickelt wurde, eigentlich sogar noch von 1920, wenn man es mal ganz genau, das heißt 102 Jahre auf dem Buckel hat, und 102 Jahren hat sich durchaus mal was in der Digitalisierung getan, und das haben wir auch an vielen anderen Bereichen, wo beispielsweise nicht keine digitalen Unterschriftsverfahren möglich sind, wo ganz viel sozusagen analog, wir müssen in Deutschland, glaube ich, nicht über das Fax diskutieren, ich glaube, da sind wir alle mit einem Schmunzeln dabei, wenn es mal wieder irgendwo geht, dass die Faxgeräte nicht lieferbar sind, das war übrigens auch so eine... Dass die überhaupt noch benutzt werden, aber, ja, aber das ist immer nach wie vor noch der Trend. Im öffentlichen Dienst gerade auch noch das. Im Handel aber auch, also ja. Im Handel ist das nach wie vor noch, ja... Ein riesiges Thema. An der Tagesordnung. Ne, weil viele Sachen halt an dieser Stelle noch nicht digitalisiert sind, die es schwieriger machen, weil wir halt auch noch ein Faxgerät zu Hause stehen, das sind wenige. Ja, oder gerade im KMUs ist es einfach immer problematisch. Wie finanziere ich das? Also die finanzielle Frage ist immer wieder auch entscheidend, gerade für kleinere Unternehmen. Das ist auch eine Schwierigkeit, die wir auch im Projekt immer wieder diskutiert haben. Eine letzte zentrale Herausforderung ist sicherlich die Frage der Beratungskultur. Ne, wir haben alle unsere Beratungen, sei es die Kunden, den Kunden, den man beraten muss, sei es das Mitglied, also die komplette Dienstleistungsbereich, der ja vorherrschend ist, hat in irgendeiner Art und Weise was mit Beratung und Informationsweitergabe oder Herausgabe zu tun. Und das hat auch eine gewisse Form von Kultur, die erlebbar gemacht wurde, die die Menschen auch die vergangenen 30 Jahre in ihr Deutungsmuster, in ihre Art und Weise der Arbeit vielleicht hereingebracht haben, ne, wo auch entsprechende Qualitätsansprüche, entsprechende Qualitätsstandards dahinter stehen. Und die große Herausforderung der Frage ist, wie kriegt man eigentlich diese Beratungskultur digitalisiert so, dass nicht nur die Kundinnen und Kunden zufrieden sind oder die Mitglieder, sondern halt auch die Beschäftigten, die das letztendlich machen. Weil es bringt ja auch nichts, wenn die Menschen sozusagen die Lust am Job verlieren, wenn sie jetzt eine digitale Beratung machen müssen, oder sozusagen die digitale Beratung schlechter wird, weil irgendwie die Möglichkeiten fehlen, empathische Werte beispielsweise herüberzubringen oder auch sozusagen das Verkaufsargument, nenne ich es jetzt mal ganz, ganz salopp, herüberzubringen und da sozusagen die Qualitätsstandards, die Effektivität, die Produktivität an dieser Stelle schwindet. Ja, dann kommen wir noch zu den Herausforderungen bewältigen im Unternehmen. Da fährst du fort, würde ich sagen. Genau, ich hoffe, ich rede sie nicht platt an dieser Stelle. Digital Leadership ist eine große Frage, die sozusagen die Grundlage dessen bildet, was auch ein Kern der Ergebnisse der Workshops waren und auch eine Kernaufgabe für die EU sein wird, dort Mindeststandards zu schaffen. Wie kann man eigentlich diese digitale Transformation, die wir gerade sozusagen im Grundzuge erläutert haben, umsetzen mit den Menschen? Ne? Dazu gehört zum einen die Frage, wie betreiben wir Schulungskonzepte, wie machen wir vielleicht auch einen Mentoren- und Mentorinnen-Konzept. Das war auch ein wesentlicher Bestandteil von der Verdi-Seite, dass wir da eine Kollegin mit drin haben, die sich auch sozusagen mit den Weiterbildungsmentorinnen und Mentoren auseinandersetzt, weil wir sagen, digitale Transformation muss auch aus der Belegschaft herauskommen. Das kann nicht nur sein, dass das rein Dropdown ist, sondern auch aus den Menschen sozusagen herauskommt und ein gemeinsames Spiel wird, dass dann eine gemeinsame Denkweise auch erzielt wird. Gleichzeitig ist aber auch klar, und das spürt der Handel, glaube ich, am meisten mit, ne, vielleicht auch noch der klassischen Post und so weiter, ne, dass man ja trotzdem irgendwie noch einen Wettbewerb unser Unternehmen erhalten will und, ne, auch da gucken muss, wie kriege ich das hin, welche gezielten
Punkte muss ich da machen? Woher weiß ich überhaupt, was das ist? Ne? Also auch die Frage, welche Tools kann die EU zur Verfügung stellen, um die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu erhalten und nicht weiter zu liberalisieren und nicht weiter nicht liberalisieren, zu deliberalisieren, so rum, um den Markt auch für Staaten aufzumachen, die eben nicht diese Denkweise haben und in Form der Drittstaatenkultur da ja auch an vielen Stellen schon Angriffe wagen, weil sie eben digital an einigen Stellen weiter sind, als wir das sind hier in Deutschland. Da muss man auch ganz klar sagen. Da kommen wir dazu. Kommen wir. Wir haben ja ein paar statistische genau, Daten noch mitgebracht. Kommen wir nachher die nächste noch drauf. Folie. Sondern halt auch klar zu sagen, okay, wir brauchen, um diese digitale Transformation und eben um diese Führungskultur auch zu entwickeln. Ne? Das bringt einem nichts, wenn man digitale Transformation mit einem Vorgesetzten, einer Vorgesetzten erlebt, die das halt auch nur machen muss, sondern wir haben sozusagen den Anspruch, dass Digital Leadership auch gelebt wird, ne? Die Denkweisen dahinter klar sind, Technik, also die technischen Voraussetzungen für die Menschen auch da sind, dass man das eben nicht einfach rüberbringt, wenn man es rüberbringen muss, sondern dass man sagt, okay, das ist etwas, was wir brauchen, eine klare Feedback-Kultur auch da drin hat und das nur funktioniert, wenn wir als klares, als Team das verstehen, weil Transformationsprozesse haben noch nie funktioniert, wenn sie nur von oben nach unten gemacht wurden. Genau so ist es. Ja, super. Bevor ich jetzt noch weiter vorgreife. Vielen Dank. Dann kommen wir auf das Thema Lernen im Unternehmen. Ich habe Ihnen erstmal den Status quo für Deutschland ein bisschen mitgebracht. Wenn wir über Digitalisierung und Kompetenzen sprechen, wo steht Deutschland? Seit 2014 überwacht aber die Europäische Kommission jährlich den Stand der Digitalisierung in Europa und ja, dokumentiert auch regelmäßig die Fortschritte in einem Bericht, das heißt der Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft, DESI abgekürzt. Da werden alle 27 Mitgliedstaaten bewertet, gemessen nach 4 Kernpunkten, die auch auf europäischer Ebene festgelegt werden. Und leider verläuft die Digitalisierung eher uneinheitlich in Europa. Wir in Deutschland belegen den Platz 13 in diesen 4 Kernpunkten. Aber wenn es um das Thema Human Capital, das heißt, was ist das? Es geht um grundlegende digitale Kompetenzen, mindestens grundlegende Kompetenzen bei der Erstellung digitaler Inhalte. Da landen wir auf Platz 16. Das heißt, wir sind eigentlich die größte Volkswirtschaft in Europa und haben nur oder erreichen nur den Platz 16. Ja, das war projektbezogen besonders relevant, diese 2 Werte. Digitale öffentliche Dienste wären der zweite Aspekt. Da geht es um die Erstellung digitaler Inhalte. Da liegt das Niveau unter dem EU-Durchschnitt. Da belegen wir Platz 16 von 27 und damit sogar unter dem EU-Durchschnitt. Vielleicht noch mal kurz zur Klärung, die Bereiche digitale öffentliche Dienste, da steht Deutschland, was ist das? Das ist die Internetnutzung elektronischer Behördendienste, E-Government. Wir kennen unsere Behörden, es ist ein bisschen problematisch mit den Terminen, zum Beispiel online und so weiter. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall nachjustieren, besser werden. Die Bürger und Bürgerinnen nutzen diese Angebote noch nicht so. Und da stehen wir eigentlich in diesem Bereich, da zählen wir zu den 5 Ländern mit der schlechtesten Leistung. Den Durchschnitt retten digitale öffentliche Dienste für Unternehmen und Bürgerinnen, sage ich mal, zu offenen Daten, Open Data. Da haben wir einen guten Zugang. Wir haben Zugang oder wir können viele wissenschaftliche Ressourcen im Internet finden. Diese werden uns frei zur Verfügung gestellt, wie Lernmaterialien, Geodaten, Statistiken, sowas.
Aber vielleicht noch mal die Frage, was sind digitale Kompetenzen? Das wird ganz, ganz viel thematisiert. Ich gucke mal auf die Uhr, haben wir noch ein bisschen, ja, Ja. vielleicht mal in die Runde gefragt, weil wir haben ja doch einige Teilnehmer, um sie auch ein bisschen wach zu machen. Was schätzen Sie denn, was sind digitale Kompetenzen? Wie würden Sie das definieren oder welche Schwerpunkte fallen Ihnen, Begriffe fallen Ihnen zu digitalen Kompetenzen ein, vielleicht ein paar Wortmeldungen oder einfach reinsprechen und ich zeige Ihnen gleich die Übersicht. Mal gucken, ob sich jemand traut. Wie in der Schule. Ja, und immer wieder spannend. Fände ich, mache ich gleich weiter. Okay, ich mache einfach weiter mit den Folien. Und zwar digitale Kompetenzen. Ich habe Ihnen einige Begriffsdefinitionen mitgebracht, die das so ein bisschen ja, überblicken. Auch da werden diese durch die Europäische Kommission definiert. Und ja, was brauchen unsere Mitarbeiter? Was brauchen wir als Mitarbeiter für Kompetenzen? Zum einen Information- und Datenkompetenz. Was ist das? Ich habe das einfach so ein bisschen zusammengetragen. Und zwar, das steht, wie bewerte ich Daten, Informationen und digitale Inhalte? Wie gehe ich mit Analysen um, mit Vergleichen? Auch unter anderem kritische Bewertungen. Können wir denn diese Medien benutzen? Sind die glaubwürdig? Das ist einmal eine Kompetenz, um das zu erkennen. Dann im Punkt Kommunikation und Zusammenarbeit. Gemeinsame Nutzung digitaler Technologien. Wie teile ich diese Daten mit Ihnen zum Beispiel? Wie benutze ich diese Informationen, digitalen Inhalte? Wie nutze ich digitale Werkzeuge? Das heißt, wie erstelle ich PowerPoint-Präsentationen oder wie nutze ich Zoom? Welche Verhaltensnormen gibt es? Welches Know-how benötige ich dafür? Ein weiterer Punkt wäre die Erstellung digitaler Inhalte. Wie erstelle ich digitale Inhalte? In welchen Formaten mache ich diese zugänglich? Welche Mittel sind denn überhaupt richtig? Welche benutze ich, um den Inhalt, den ich transportieren will, richtig zu transportieren? Dann die komplette Sicherheitsdimension, Schutz von Geräten und digitalen Inhalten, das Verständnis für Risiken und Bedrohungen in digitalen Umgebungen. Auch das sind unter anderem Punkte, die alles unter den Begriff digitale Kompetenzen fallen. Also Sie sehen, es ist einfach nicht nur den Computer einschalten und etwas mit Excel, Word zu arbeiten und einfach, wir machen das schon intuitiv, aber wir merken das auch immer wieder in Webinaren, in Seminaren, wenn wir online partizipieren. Oft ist es so diese technische Frage dahinter. Oh Gott, wenn Technik nicht klappt und die klappt meistens nie, merkt man, oh, der Moderator ist schon teilweise schon, wird schon nervös, weil das einfach diese auf mehreren Dimensionen unterwegs zu sein, hier die weiter Folien zu schalten, zu Ihnen zu sprechen. Das ist auch eine Kompetenz, die wir erwerben müssen, die geschult werden muss und die Routine erhalten muss. Sonst kommen wir schon in Schwierigkeiten oder werden nervöser. Problemlösung, technische Probleme zum Beispiel. Als weitere Kompetenz, wie bediene ich Geräte? Das geht noch, gerade Leute, die mit Computern zu tun haben. Aber wie löse ich technische Probleme? Da brauchen wir wieder die Technik. Manches können wir schon selber beheben, aber generell, genau. Und das kommt im Zuge auch der beruflichen Transformation. Viele Berufe transformieren sich gerade, digitalisieren sich gerade. Das heißt, wir müssen das gar nicht in diesem Bürobereich sehen, sondern wirklich einfach, wenn man das auf den Handel bezieht, in vielen Supermärkten hat der Marktleiter zwar ein Gerät oder ein Computer, aber es muss definitiv noch mehr ausgebaut werden. Das heißt, genau, zu den Potenzialen, zu den Tools. Und da sehen wir auf jeden Fall Potenziale, Herr Dacke, oder? Die Potenziale von Online-Meetings zum Beispiel. Ja, man glaubt es kaum, aber auch nach 2,5 Jahren ist das noch nicht überall angekommen und wir hatten sozusagen auch als wesentlichen Inhalt,
dieser Veranstaltung innerhalb des New Challenges Plus Projektes, dass es an vielen Stellen einfach auch eine Steigerung des Bewusstseins zum Thema Digitalisierung braucht, also was es auch für Möglichkeiten gibt. Denn das bei uns in der Organisation immer, wenn Verdi wüsste, was Verdi weiß. Ich glaube, wenn man den Namen Verdi austauscht und irgendwie einen anderen Unternehmens- oder Organisationsnamen einsetzt oder Behördennamen, dann ist das ungefähr das Gleiche. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, dort auch digital zusammenzutreffen. Und ich sag mal so, im Zuge von steigenden Energiekosten und sowas ist das, glaube ich, der nächste Indikator, dass das auch wieder mehr genutzt werden wird. Wir haben einen guten Fundus an Softwaremöglichkeiten, da hat uns die Pandemie echt was gebracht und hat dann nochmal auch kleinere Produkte gut nach vorne gebracht, die vorher sehr, sehr, sage ich mal, in Nischenprodukt waren, das kaum jemand genutzt hat und man sozusagen in der höchstens im sehr weltweiten Geschäft auch entsprechend verwendet hat, ist jetzt auch angekommen in der Möglichkeit für KMUs, für kleine Organisationen, aber auch sozusagen zur Mitarbeiterinteraktion. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dass wir über diese Online-Tools Beratungen flexibler anbieten können. Wie gesagt, immer mit der Frage auch der Arbeitsverdichtung, die da dahinter steht, was natürlich auch dazu gehört, wie wir vorhin schon gesagt haben, wir sind ortsunabhängiger, wir haben keine Reise- bzw. Sachkosten, die dann noch drumherum stehen. Ne? Immer mit der klaren Abwägung, wann ist online nötig, wann ist online möglich. Ne? Weil es halt viele Punkte gibt, haben wir auch so Statistiken gesehen, dass je individueller und je mehr ein Meeting-Gegenstand auf der Beziehungsebene ist, desto weniger ist es möglich, das Ganze effizient online zu machen. Das muss man sich vorher anschauen, aber auch da braucht man Menschen, die sich damit auskennen, das einschätzen können. Das ist auch so für, ich nenne das immer die Klausurprozesse, wo man so miteinander interagiert, sich gemeinsam Ziele setzt, kann es dann schon schwieriger werden, aber eins ist das, was immer bleibt, wenn es geht, auch im Zuge der Nachhaltigkeit und der klimapolitischen Fragen, die dort auch dahinter stehen, sich dann auch mal digital zusammenzusetzen. Auch wenn die Welt das noch nicht gelernt hat, wenn ich mir überdenke, dass die nächste UN-Klimakonferenz in 5 Wochen in Sharm el-Sheikh in Ägypten stattfindet und man dort Klimaanlagen braucht und nicht mit der Bahn anreisen kann, ist es, glaube ich, auch viel Potenzial, was man da haben kann, um auch eine gewisse Substitution vielleicht auch von einigen Veranstaltungen auf Telefonkonferenzen, Videokonferenzen umzustellen, eben wenn es etwas ist, was rein auf der Sachebene ist oder zum größten Teil auf der Sachebene. Im Bereich des Projektes sind wir dann auch noch zu den Punkten gekommen, was ist sozusagen geeignet in der Basis, um das auch auf europäischen Empfehlungsgrundlagen zu gehen. Wir sind dann, heute haben wir damit schon angefangen, darum treffen wir uns auch auf Zoom, ne, dass sozusagen eines der wichtigsten oder auch der intuitivsten und übersichtlichsten Tools in der Usability für Menschen eben Zoom ist. Wir können auf allen Endgeräten dabei sein, egal ob Windows, Android, Apple, keine Ahnung, Linux und so weiter. Es funktioniert überall, mittlerweile auch erweiterte Möglichkeiten, die Zoom tatsächlich vor der Pandemie auch noch nicht hatte, ganz viel auch datenschutzkonform und lokal zu lagern. Wir haben hier, haben es jetzt heute nicht genutzt, aber können Gruppenmeetings machen, wir können aber auch Breakout-Sessions machen, wie es so schön heißt. Das heißt, uns irgendwie treffen, haben hier Whiteboards und mittlerweile 1000 Sachen. Wer sich die Untertitel anhat, sieht auch, dass wir hier eine Transkribierung noch dahinter haben, weil wir das natürlich alles, was wir hier auch erzählen, nochmal ins Englische übersetzen müssen. Das ist, ja, das ist gut. Das wird Katarzynas Aufgabe hier nach sein. Das wird, glaube ich, noch was ganz Schönes. Aber haben halt die Möglichkeit, auch hier Kollaborationen zu machen, gewisse Apps mit einzubinden, also was wie Miro Concept Board und so weiter lässt sich mittlerweile einbinden. Das heißt, die Software ist miteinander gestartet, ist end-to-end verschlüsselt. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, dass wir hier keine Datenschutzbedenken mehr haben müssen, auch wenn es immer noch sehr gerne als Vorwand genommen wird, Zoom nicht zu nutzen. Das ist tatsächlich nicht mehr der Fall an vielen Stellen. Es gibt immer noch so ein, zwei Punkte, die man kritisch sehen kann, aber
Wenn man da jetzt nicht über das Coca-Cola-Rezept redet, glaube ich, ist das alles auch nicht das Problem und dass jemand unbedingt hören will. Und wir haben als kleine Besonderheit, was bei anderen nicht so gut klappt, haben auch eine Bildschirmübertragung von Smartphone und Tablet in direkt. Also man kann auch direkt sozusagen das Ganze live mitnehmen. Das funktioniert bei vielen anderen nur sehr, sehr eingeschränkt und haben auch eine Fernsteuerungsmöglichkeiten vom Smartphone. Also ich könnte jetzt auch zum Beispiel als Präsentator, wenn man in einer hybriden Veranstaltung ist, könnte ich jetzt mein Smartphone in der Hand halten, könnte von da jetzt die Präsentation und die Wortmeldungen und sowas steuern, also noch mit Drittgerätfunktionen und so weiter. Also es ist sehr viel dahinter und können wir an dieser Stelle an des Projektes genau, empfehlen. Ne? Nur empfehlen. Ja, ja. Und bitte wundern Sie sich nicht, aber letztes Jahr, als wir das Projekt gestartet haben, war das noch nicht so intuitiv in uns, diese ganzen digitalen Tools. Jetzt sehen wir das tatsächlich so total als selbstverständlich und wir müssen jetzt Ihnen das nochmal näher bringen. Sie kennen das bestimmt alle schon. Aber was uns auch aufgefallen ist, diese digitalen Tools entwickeln sich rasant weiter. Also die Funktionen entwickeln sich. Man kommt gar nicht hinterher, das alles nachzuschulen. Also auch für Sie, die damit schon auch arbeiten und auch für uns, die damit arbeiten. Wir müssen uns jedes Mal neu reinlesen und gucken, welche weiteren Funktionen und Erleichterungen es auch tatsächlich gibt. Und auch da sehen wir, wie rasant sich die Technik auch weiterentwickelt und man kommt gar nicht hinterher, seine Kompetenzen auch in dem Bereich zu entwickeln. Das heißt, wenn man ein Tool wählt im Unternehmen, sollte man vielleicht auf ein Tool sich festlegen und konzentrieren und das auch irgendwie ja, stets weiterverfolgen. Aber ein weiteres Tool machst genau. Du weiter, genau. Ganz witzig, wir haben in der Vorbereitung gemerkt, in der ursprünglichen Projektbeschreibung gab es das noch gar nicht. Und da sieht man mal die Dynamik, ne, das Dynamische dahinter. Ja. Da hat man über Teams noch gar nicht geredet, weil es das schlicht und einfach noch nicht gab. In der Art und Weise, da hat man noch über Loop, ne, wie es sozusagen der Vorläufer davon hieß, oder das gab for Business, wie es dann zwischenzeitlich mittlerweile heißt. Wir haben hier ein sehr überladenes Tool, das ist ein bisschen Microsoft-typisch, wenn ich da mal eine persönliche Kritik äußern darf, aber haben halt auch die Möglichkeit, auch über längere Prozesse kollaborativ zu arbeiten, auch teilweise übergreifend über ne, verschiedene Teams, Lizenzen, auch mit Studierenden und Nachwuchskräften gut verknüpfbar mittlerweile. Wir haben auch die Möglichkeit aller Endgeräte, wir haben sozusagen den höchsten, man nennt das All-in-One-Arbeitsplatz, dass man dort viele kollaborative Tätigkeiten auch abdecken kann und teilen kann und aufzeichnen kann, ne, den Coworking-Ansatz gut pflegen kann, allerdings auch beschränkt ist auf, in vielen Punkten auch beschränkt ist auf die Office 365 Suite. Ne, das heißt, dass beispielsweise Digitalunternehmen oder auch so Designagenturen und so da sehr schnell an Grenzen stoßen und dann wieder zum Beispiel zu Zoom zurückgehen oder zu anderen Tools, weil eben da doch eine Exklusivität dahinter ist. Ein Vorteil ist es gerade für Unternehmen mit wenig Geld, es ist im Rahmen der normalen Office-Lizenz mittlerweile integriert und relativ kostenneutral und kann sogar Kosten sparen, wenn man das Telefon noch mit rein integriert und sogenannte Softphone-Lösungen für mobile Arbeit liefert. Genau, das war am Anfang noch drin. Google Meet ist, glaube ich, das unverbreitetste Tool von dem großen, von der großen Datenkrage Google. Würde ich gar nicht so intensiv drauf eingehen. Wir empfehlen es natürlich auch, kann was empfehlen. Intuitiv, übersichtlich ist es, funktioniert ganz gut. Wir haben auch hier wieder ne, Coworking-Möglichkeiten drin. Es ist allerdings von all den digitalen Kollaborationstools das, was sich am wenigsten erstaunlicherweise entwickelt hat. Ich glaube, Google hat da irgendwann erkannt, dass die anderen schneller und besser sind und hat sich da nicht mehr groß reingegeben. Ein Vorteil ist, dass es App-unabhängig ist, ne? Also alle Funktionen browserbasiert sind. Das ist vielleicht noch ein Vorteil, den die anderen nicht unbedingt in der Größe haben. Und dass man halt noch weitere Google-Angebote relativ leicht integrieren kann, aber auch leider nur exklusiv. Und als letztes würden wir gerne noch auf Skype eingehen. Also von der Benutzerfreundlichkeit ist es auch sehr übersichtlich, intuitiv, allerdings nicht
noch nicht für Geschäftskunden komplett ausgelegt oder designt. Das heißt, wir im Unternehmen benutzen Skype für die Mitarbeiterkommunikation, dass man sich schnell einwählt. Es funktioniert super. Man kann auch telefonieren ohne Bildschirmfunktion. Das ist sehr gut. Man kann Meetings aufzeichnen. Auch der Hintergrund ist wählbar, was vielleicht bei Zoom eigentlich noch eine extra Funktion ist. Audio-Unterstützung gibt's und es gibt einen eingebauten Übersetzer, gerade wenn man zum Beispiel auch im europäischen Bereich arbeitet und das benötigt. Das Gute ist, der Projektleitfaden, der entwickelt wurde, oder der Leitfaden, der im Projekt entwickelt wurde, dort haben Sie wirklich eine komplette Anleitung, wie Sie diese Tools einlegen, wo Sie nach welchen Funktionen suchen, wie Sie die überhaupt erstmal ins Unternehmen einführen. Also wirklich von A bis Z ist ein Leitfaden entstanden, wo man eine Art Betriebsanleitung erhalten hat, wie man diese Tools in seinem Unternehmen integriert. Genau, jetzt kommen wir etwas zum Ende unseres Workshops. Sollte ja auch eine Stunde gehen. Ich glaube, wir sind gut in der Zeit. Wunderbar. Ja, das Resümee ist, natürlich haben wir gemerkt, dass die Corona-Pandemie uns Unternehmen in Deutschland einen unglaublichen Innovationsschub gegeben hat, was das Thema Digitalisierung angeht. Das heißt, wir haben viele Kompetenzen dazu gewonnen, auch in Unternehmen. Aber es gibt nach wie vor einen dringenden Bedarf, gerade in KMUs, zur Qualifizierung der Mitarbeiter im Bereich digitaler Kompetenzen. Wir haben ja heute schon erfahren, was das alles bedeutet. Das heißt, es muss stetig geschult werden, weil sich auch digitale Tools immer weiterentwickeln. Und ja, das Thema Digital Leadership zum Beispiel ist auch ein weiteres Resümee, warum das so wichtig ist, dass es in die Unternehmenskultur mit einfließt. Wir bei der ZBB zum Beispiel haben komplett unsere digitalen Akten oder unsere Akten digitalisiert. Das heißt, wir haben gar keine Ordner mehr, jedenfalls nicht mehr in solcher. Naja, ich weiß, hinter mir stehen Ordner, aber generell sind wirklich alle Sachen schon aktualisiert. Du darfst nicht vergessen, wir zertifizieren und nehmen auch Prüfungen ab. Diese müssen wir ja dann auch 10 Jahre aufbewahren, wenn nicht noch länger. Ja, aber tatsächlich, genau, das hat uns auch einen enormen Innovationsschub gegeben. Auch das Thema Nachhaltigkeit bei dir im Unternehmen, genau das Gleiche, hast du uns auch nochmal erklärt, wie wir irgendwie vorangeschritten sind oder wie ihr vorangeschritten seid. Das heißt, die Digitalisierung bleibt, es wird präsent bleiben und wird sich immer wieder weiterentwickeln. Jetzt müssen wir zusehen oder auch die Unternehmen zusehen, dass der Sprung zwischen Entwicklung und Neuerung nicht so zu groß wird, dass wir halt eben durch Qualifizierung unserer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch, nicht diesen Anschluss verlieren, nicht die was auf unsere Wettbewerbsfähigkeit zum Beispiel oder das Überleben von Unternehmen sich zurückschließen lässt, sage ich mal. Ja. Genau. Gleiches trifft auch für, ne, wenn wir in dieser Sozialpartnerstruktur sind, natürlich auch für die Gewerkschaften zu. Ne, Fortschrittsbremsen sollte man an der Stelle nicht sein. Niemand braucht den Heizer auf der E-Lok, wie ich das immer so. Das sind alles Transformationsprozesse, wo es vielleicht mal anders gelaufen ist. Aber ich glaube, wir sind jetzt in einem Punkt, wo man diese ganzen Schutzgedanken natürlich nochmal anders denken muss. Die sind auch für Betriebsrätinnen, Betriebsräte, Personalräte und auch die Gewerkschaften an vielen Stellen noch Neuland. Darf man ja mal nicht so sagen, das Wort. Ja, doch, Thema öffentliche Dienste nein, haben wir auch gesagt. Nein, das war doch immer das Internet ist Neuland für uns alle. Ich höre nur, es ist kein Hexenwerk mehr. Ist da nochmal sozusagen ein wichtiger Punkt, den man arbeiten muss, den auch unsere Bildungsträger, ich will schon sehen, einer ist da, dort auch mitarbeiten müssen, wo ich auch weiß, dass gearbeitet wird, ne, da digitale Angebote zu schaffen, unter der Berücksichtigung, dass halt nicht alles digitalisiert geht und wir gucken müssen, dass wir Arbeitskraft erhalten, Arbeitskraft stärken und das auch der Europäischen Union und der Europäischen Kommission an dieser Stelle vielleicht mit dem Projekt ein bisschen mitgeben können, aus der Perspektive heraus. Genau. Dann würde ich sagen, widmen wir die letzten Minuten für Ihre Fragen. Sollten Sie Fragen haben, dann würde ich sagen, schießen Sie los.
Genau, man kann sich einfach, wer technische Fragen hat, auch direkt einfach entmuten und was fragen. Wenn es keine Fragen gibt, ist auch nicht so schlimm. Wir zeigen uns die letzte Folie, ist doch auch schön. Ja, die letzte Folie ist Abschluss mit der Projektnummer, so wie sich das immer schön gehört. Ja, wir laden Sie auf jeden Fall ein, wenn Sie Interesse gewonnen haben, dann auf die Website zu gehen. Ich werde Ihnen allen auch nochmal im Zuge dessen die Präsentation zuschicken an alle Interessierte. Und ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre Teilnahme, für die rege Teilnahme und das Zuhören. Und wünschen einen schönen Tag, einen schönen Arbeitstag. Vor allem jetzt, glaube ich, eine gute Mittagspause. Ne? Das ist ja immer, Genau. um 12 Uhr gibt es Essen. Insofern auch danke für den Applaus, den digitalen. Oh, danke Ja, schön. vielen Dank. Ja, dann alles Gute Ihnen. Einen schönen Tag. Schönen Tag. Vielen Dank. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.